Hallo, ich bin Silvia Sinag, Künstlerin und ich begrüße euch in meinem Atelier. Ich bin intuitive Malerin, das heißt, ich male keine Konzepte, ich denke nicht an Bilder, wenn ich male, ich male meine Gefühle nur. Und das alles widerspiegelt sich auf der Leinwand. Ich male alle Bilder mit dieser Spachtel seit 2013. So wie Gerhard Richter, der malt nur mit großen Rakeln und Spachteln. Ich arbeite mit Acrylpigmenten, die mische ich selber. Da kann ich die Konsistenz bestimmen. Auch ein wichtiges Element ist für mich Goldpigment und Goldflocken hier. Und auch Naturmaterialien, ja, die habe ich hier. Das sind so unterschiedliche Sandarten und Naturpigmente. Die Bilder sind kraftvoll, geben so Power, gute Energie. Gibt es auch zweite Schiene, so etwa ruhigere, meditative und können uns helfen, ein bisschen abschalten, entspannen. Mir ist es besonders wichtig hier zu Hause, dass ich einfach so Plätze zum Abschalten, zum Relaxen habe, wo ich bequeme Möbel und meine schöne Kunst habe. Ich liebe Ordnung, aber ich bin auch gleichzeitig chaotisch. Also ich habe die beide Seiten. Ich mag luftig, ich mag auch freundlich. Viele helle weiße Möbel habe ich, aber mit den Accessoires und mit meiner Kunst verändere ich die Stimmungen. Ich bin tatsächlich ein intuitiver Mensch und so wie ich mich fühle, so hänge ich hier die Bilder und kombiniere ich auch so. Ich mag, wenn das hier schön ist, weil die Gegenstände und meine Kunst natürlich, das alles macht mich glücklich. Also meine Berufung ist tatsächlich die beste Energie aus mir durch mich. Ich bin ein Kanal, fließt einfach auf die Leinwand. Und ich möchte einfach alle Leute mit der Kunst glücklich machen, inspirieren, denen auch Kraft geben, Zuversicht oder auch sie einladen zu innehalten, zum Abschalten, zum Relaxen.